So, oh, Kamera schon an. hi, zur nächsten Folge. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich habe gerade, ja. Auf jeden Fall, hallo, willkommen zur nächsten Folge. I'm so sorry, dass die letzten 2 Tage nichts rauskam. Ich kam leider überhaupt nicht dazu. Ich habe jetzt 9 Tage nicht gespielt. Glaubt mir, für mich war es schlimmer als für euch. Ihr habt nur 2 Tage keine Folge gehabt. Ich habe 9 Tage lang gar nicht gespielt und ich war ja so mega im Flow und ich bin ja eigentlich so. Ich war auch am Wochenende sehr traurig. Aber ja. Was man nicht alles tut. Für andere und so. Soziale Kontakte. Ekelhaft. Muss mir echt mal abschaffen. Muss mal mein Facebook und meine Handy-Kontaktliste mal komplett löschen. Wenn ich endlich mehr Zeit zum Zocken habe. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe die erste Viertelstunde habe ich jetzt euch nicht aufgezeichnet, weil ist nichts passiert. Ich habe nochmal versucht. Warum kommt jetzt so eine bedrohliche Musik? Ich war hier nochmal im Computerladen drin. Wir wollten ja eigentlich letztes Mal hier hoch und dann, ja. Und ich dachte mir gerade, okay, ich gehe nochmal da rein, gehe nochmal gucken. Aber irgendwie komme ich in dem Computer-Dingsbums nicht weiter. Ich habe gedacht, wir müssen da irgendwo in den Keller runter und da weiterlaufen. Aber da springt er einfach nicht runter. So, dann kamen wir ja in dem einen Teil nicht weiter da, wo wir diese Karte benutzen mussten. Das werde ich vielleicht gleich auch nochmal versuchen. Haben wir denn noch Nebenmissionen? Genau, da zeigt er das ja auch an. Hier, Karte. Das Mark. Genau, hier können wir das nochmal sehen. Und ich bin gerade hier. Ich habe alles nochmal abgesucht. Und hier neben dem Fahrstuhl. Da sieht das so aus, als könnte man halt unterirdisch. Das ist halt so ein bisschen. Da ist das ja so eingestürzt. Da sieht es aus, könntest du unterirdisch irgendwie. Ja, weiterlaufen, so, ne? Und kommst dann halt irgendwo aus. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Der springt da nicht runter. Und ich habe jetzt gerade nochmal alles abgesucht. Und. Boah, ich bin so müde, ey. Ah, ja. Ich bin so im Arsch von der letzten Woche. Unfassbar. So. Aber es muss ja hier irgendwo weitergehen. Wir können ja hier Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, weiß nicht. Was sollen wir als nächstes machen? Was haben wir denn hier noch? Warum haben wir denn die noch nicht? Die wollte ich auch, glaube ich, letzte Mal holen, ne? Ja, hier habe ich gerade nur zwei. Was ist das für ein Geräusch? Hier habe ich. Oh! Dieser fucking Respawn hier, ey. Ich wollte euch nämlich gerade erzählen, dass hier hinter dieser Tür. Also ich bin in dieses Haus rein, wollte noch mal wegen dem Computer gucken und dann waren hier nämlich zwei neue respawned. Was mich schon irgendwie total gewundert hat, so, aber ja, so ein bisschen Respawn scheint es hier zu geben. Finde ich ja auch okay. Ne, genau, die waren hier. Die waren da hinten um die Ecke. Quatsch, die waren da vorne. Haben sich an diesem Leichenhaufen vergangen. Ja, und da habe ich halt auch ein bisschen Gel eingesammelt. Nur zur Info. Sonst habt ihr wirklich von der Viertelstunde nichts verpasst. Das war echt nichts Dolles. Also, euch zu zeigen, wie ich da die ganze Zeit rumlaufe und irgendwie alles das da. So. Nachgeladen habe ich. Genau, und dann wollte ich, glaube ich, die Pistolen-Munitionstasche holen und habe dann aber angefangen, hier die Häuser abzuklappern, ne? Weil wir wollen ja schon alles gesehen haben. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufstoßen, es tut mir leid. Was?
Kannst du mir mal sagen, was hier gerade abgeht? Oh Gott! Was geht hier ab? Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Was geht hier ab? Warum? Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Ich brauche gar keinen Energy Drink mehr. War ich hier schon drin? Ja, ich glaube, hier war ich schon drin. Ja, ja, die Tasche habe ich leer gemacht. Was war das jetzt bitte? Ey, sag nicht, dadurch, dass ich die Olle getroffen habe, kriege ich hier, Huch. War ich zu langsam? Kriege ich hier irgendwie zwischendurch so Halluzinationen jetzt von der oder so? Auch gar nicht laut. Weil ich wieder das so nach oben wirf. So, als wäre voll, der Muskelman, weißt du? Ja, ist mal eine Flasche, ne? Oder ist das jetzt immer, wenn wir an diesem Haus vorbeilaufen? Das kann auch sein, ne? Ich glaube ja, das... Ich weiß ja gar nicht mehr, welches Haus das war. Wäre irgendwo rechts was laufen. Deswegen verstecken wir uns mal kurz im Busch. Welches Haus war das denn nochmal? War das nicht das da vorne? Das jetzt direkt geradeaus? War das nicht das gewesen? Kriegen wir jetzt hier vielleicht immer so Halluzinationen oder so? Oder war das das hier, wo das Licht leuchtet? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Es war auf jeden Fall hier auf dem Weg. Weil ich habe mich ja... Bis hierhin bin ich ja nicht gekommen. Weil ich ja das Haus dann durchsucht habe. Yeah! Ich freue mich so. Ich freue mich so sehr. Geräusche überall. Also einmal kurz umgucken. Da ist noch ein Pflänzchen. Nase juckt. So, was haben wir jetzt hier? Schrotmunition. Schießpulver. Und da hätten wir auch nochmal einen Unterschlupf. Okay. Ich habe die Aufnahme ja jetzt eh nochmal neu gestartet. Das heißt, wir haben ja noch jede Menge Zeit. Aber das kommt jetzt nicht hier immer so random, ne? So mit diesem, mit der Halluzination hier, beziehungsweise... Oder habe ich echt keinen Bock drauf? Ah, hier waren wir noch nicht drin. Geht das hier runter? Muss ich mich erschrecken? Oh. Alrohr. Proteinpulver. Ventile. Sollen wir das mal aufmachen? Ja, ne? Oh, ja. Aufmachen. Hä? Wieso hat er das gerade nicht eingesammelt? Egal. Ich habe mich auch gerade gewundert. Ich habe auch gerade den letzten Speicherstand geladen, den wir abgespeichert hatten, als wir im Haus waren. Und geladen hat er dann aber so mittendrin, als wir gegen die Olle gekämpft. Also... uns versteckt haben. Das fand ich, da hatte ich auch leichte Schweißausbrüche so, weil du lädst und denkst so, du startest jetzt im Haus und dann bist du irgendwie so mitten, wisst ihr, wo wir diese Karte holen mussten, damit wir da wegkommen und so. Und ich so, was, wo bin ich? so voll verwirrt so. Aber zum Glück war der automatische Speicherstand. Der war komischerweise im Haus, also... Den Speicherständen darf man hier also auch nicht trauen.
Vielleicht sollten wir demnächst zweimal abspeichern oder so. Also auf zwei verschiedenen Speicherplätzen. Vorsichtshalber. Da habe ich schon so ein bisschen... Ich meine, danach haben wir nicht so viel gemacht, ne? Aber stell dir mal vor, wir... Ist hier jetzt der Badella oder was? Oh, was ist denn da hinten für eine? Oh, das ist so ein Special, ne? Wir müssen auch noch da hinten den einen Special machen. Ich glaube, rechts von uns ist auch irgendwas. Okay, wir sneaken lieber mal hier so ein bisschen rum. Ich glaube, das ist gesünder. Das Vieh sieht so aus wie das eine, was wir bis jetzt umgangen haben. Aber das holen wir uns auch noch. Wir machen hier alles platt, Leute. Okay, da ist zu. Aber wir gucken mal immer auf Veranda. Keine Pflänzchen, okay. Uah. So, das Haus, da können wir bestimmt auch irgendwas machen. Ich würde das viel gerne abschießen, aber am liebsten, ehrlich gesagt, von einem Dach oder so. So wie wir die Witch, ich nenne sie jetzt einfach mal so wie bei Left 4 Dead, so wie wir die Witch hier vorne auf der Straße halt auch abgeknallt haben von da oben vom Dach. Habe ich mich doch, ein bisschen sicherer gefühlt. Ja, dachte ich mir doch. Oma Knarre auf Anschlag raus, bitte. Was? Gar nicht schreckhaft. Ja, wir holen sofort unser Dingen hier raus. Also, unser, du weißt schon, Walkie-Talkie oder was das ist. Hä? Die Tür geht nicht auf? Okay. Sebastian Castellanos. Detective. Der Polizei in der Beacon Nachricht. Nummer 5. Was ist das? Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Wie war das nochmal? Ich weiß den Knopf nicht mehr. Sind wir jetzt näher an dem Vieh dran, ja, ne? Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo das komische Vieh hier von der Straße ist. Ach, da hinten, okay.
50. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Müssen wir in die Garage hier rein? Wieso steht hier eine Tür? Oh. Da laufen aber ganz schön viele rum. Okay. Oh, jetzt komme ich von hier aus. Ach doch. Okay. Kannst du mal bitte da hochklettern? Ich möchte jetzt nicht nochmal. Ja, loslassen bitte. Ich möchte jetzt nicht da nochmal rumlaufen. Hallo? Dann laufen wir halt hier rum. Gucken wir da vielleicht in die Garage? Ah, ja. So. KCPD, Anfrage für psychiatrisches Gutachten, Datum 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos. Nach den Ereignissen in der Bacon-Nervenklinik im Oktober 2014 sind Sie laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzustellen. Dwayne Wright, Polizeipsychologischer Dienst. Handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge. Machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standard Vorgehensweise, Jim. Wo zum Teufel kommt die denn her? Huch. Ich wollte das eigentlich rausholen. Ah, welcher Knopf war das denn nochmal? Ah. Okay. Nein, ich benutze nicht die Hupe. Bin ja nicht bescheuert. Okay, jetzt haben wir das hier aber auch gefunden, oder was? Ja, ne? Komisch. Normalerweise zeichnet er doch dann auch auf, was wir vorher schon gehört haben. Deswegen habe ich mir das jetzt nicht ganz angehört, weil das ja eigentlich aufzeichnet. Warum geht jetzt die Tür hier nicht zu? Weil die erst gruselig zugeht, wenn wir da sind. Und hier ist irgendein Vieh. Oder ist das nur der Fernseher? Warum ist der jetzt an? Der war gerade nicht an. Was sind das für Bilder? Oh, ich kann da draufklicken. Okay. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian. Das meinte ich gerade. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Das bin ich. Das hast du gut erkannt. Aber jetzt die Tür da aufmachen? Nee, ne? Okay. Wir gehen aber hinten wieder raus.
Wir gehen hinten wieder raus. Nein? Wir gehen gar nicht mehr raus, oder? Irgendwie sieht doch alles ein bisschen... Oh! Ach, Alter. Ich sollte aufhören, so wenig zu schlafen und dann Energydrinks zu trinken und Schokolade dabei zu essen. Information, ja. Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil. Akte 15, psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Während er von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Bacon-Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse im Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos... Und die untere Hälfte ist abgerissen. Diese Meldung. Es gab einen Vorfall in der Beacon-Nervenklinik. Wir sind rein. Aber es war nicht die Klinik. Es war... irgendwo anders. Sind Sie sich da absolut sicher? Ich weiß, was ich gesehen habe, verdammt. Es war die reinste Hölle. Eine vollkommen andere Welt. Und das alles passiert in der Klinik? Nein, verdammt. Hören Sie mir überhaupt zu? Mir ist klar, dass Sie einiges durchmachen mussten. Das war die Therapie, zu der Sie mich geschickt hatten. Hm. Okay, es ist immer noch so komisch hier. Muss ich jetzt den anderen Teil auch noch finden? Weil ich kann... Nee, ich kann auch nicht raus. Ah, okay. Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube, ich muss in dieser anderen Welt jetzt irgendwas finden, ne? Wir warten mal kurz. Vielleicht können wir dann durch die Tür hier durch. Kann ich das nicht irgendwie auslösen? Wir gehen mal hier lang. Ah! Der Home Sweet Home hat mich einfach psychisch durchgemacht. Ey, jetzt muss ich bei jedem Scheiß muss ich schreien, ey. Ah, okay. Ja, 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 ja. Kicke ich mal eben beim Mikro weg. Hat er mich nur behandelt? Oder wusste er mehr als ich? Ja, auf jeden Fall wusste der, was abgeht, natürlich. Er versucht dir einzureden, dass es halt nur ein Traum ist, bla bla bla, weil er genau wusste, dass es nicht nur ein Traum ist. Was? You cannot keep me here. Kannst mich hier nicht festhalten? Wir haben noch ein Tier gefunden.
Beacon? Das kann nicht sein. Ich will da nicht hin. Okay, ich mache jetzt erstmal eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.